Hallo zusammen, willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir gehen erstmal aus diesem fischigen Laden raus, das stinkt ja auch. Und schauen mal, was wir in Mile Island noch so an Veränderungen vorfinden, seit wir das letzte Mal hier waren. Oh, hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich... Hey, Guybrush! Oh, hier ist einiges zusammengebrochen. Quizkarte? Kaputte Lampe? Quizkarte! Das ist wichtiger als Stan. Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Ja, die habe ich schon mal versucht zu beantworten. Und ja, jetzt wissen wir ja, Terror Island können wir erreichen. Ich könnte jetzt aufheben. Aber ich glaube, dann finde ich nicht mehr... Also wenn ich zu viele aufhebe, finde ich keine neuen mehr. Ich heb mal die eine auf. Die können wir später beantworten. Wenn wir vielleicht als erstes nach Terror Island segeln. Sie wurde in Schutt und Asche gelegt. Die Lampe ist kaputt. Möglicherweise eine Verbesserung. Moment mal, Otis? Otis, was sollen wir nur mit dir machen? Dieses Mal habe ich nichts getan. Ich wurde reingelegt. Wo ist Stan? Haben sie ihn gehen lassen? Nein. Stan wurde zu einer harten Strafe verurteilt. Wusstest du, dass er sich selbst vertreten hat? Ich habe gehört, dass das unklug ist. Sie haben ihn zum Eissteinbruch auf Bermuda gebracht. Okay. Der Eissteinbruch war also auch in diesem Spiel. Deswegen habe ich mich nicht an den erinnern können, als der bei der Quizkarten vorkam, weil es... Ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich habe ihn noch nie gesehen. Was hast du dieses Mal getan, um verhaftet zu werden? Nichts! Ich stand einfach nur da. Ich kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten. Habe einen Antrag auf Erdbebenhilfe gestellt. Wusstest du, dass man das nur einmal machen darf? Es gibt keine Gerechtigkeit. Da können wir ihn nicht einfach wieder rausholen? Wir haben doch den Schlüssel noch, oder? Ist der für die Museumsvitrine? Haben wir den anderen nicht mehr? Der Großteil dieser Seriennummer wurde abgerieben. Ah ja, natürlich. Wir brauchten die Zahnbürste. Moment mal, die Zahnbürste wollten wir für Stern. Man kam also gar nie an die Zahnbürste ran, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Dann zischen wir einfach mal ab. Und gucken mal bei der Schlosserin vorbei. Hallo. Hi. Am Ende der Planke. Es gehört meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Dachte, dass ich den Titel schon mal gehört habe. Ich sehe eine Halbinsel, die in kleine Inseln ausläuft, aber kein X markiert die Stelle. Es ist Südflorida. Ich habe dort Familie. Okay, nur noch mal die Erinnerung auffrischen. Schlösserschlüssel, Quizkarte. Aha. Sind Sie bei den Seeteufeln? Wenn es so wäre... Würde ich es Ihnen sagen? Ich habe auch so ein Abzeichen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Einmal. Er hat gesagt, wir sollen lieber Wal sagen. Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt? Aber was dann? Ein wichtiger Punkt in jeder Fischgeschichte ist ein dramatisches Ende. Haben Sie den Fisch gefangen? Ist er entkommen? Wird jemand geheiratet? Oder getötet? Oder beides? Die Leute wollen wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Das ergibt Sinn. Wollen Sie es mal versuchen? Okay. Einmal wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Das klingt gut. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Ich glaube, Sie haben den Schlüssel in der Hand. Ich kann sehen, dass Sie noch am Anfang Ihrer Ausbildung stehen. Suchen Sie sich ein paar andere Seeteufel, die Ihnen helfen werden, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Na klar, das können wir machen. So, ein paar Cracker für Polly. Er sieht bereits gut genährt aus. Na gut, dann raus hier und... habe ich die neue Quizkarte? Ron Gilbert begann seine Arbeit bei Lucasfilm im Jahre. Ach, come on. Es sind so viele Auswahlmöglichkeiten und ich habe auch keine Ahnung. Nicht 89, da kam das Spiel schon raus. Da muss Ron Gilbert auf jeden Fall dabei gewesen sein. Zwischen den anderen 3 Jahren. Goldene Mitte? Goldene Mitte, ja. Manchmal rät man auch gut mit der goldenen Mitte. Okay, ich weiß nicht, was ich mit dem Buch machen konnte, aber es wird bestimmt noch irgendwie relevant sein. Menschenschlange. Ich frage mich, worauf Sie warten. Ja, warum sollte man warten?
Worauf wartet ihr alle? Erdbebenhilfe. Und du solltest besser nicht versuchen, dich vorzudrängeln. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Wer sich vordrängelt, wird gegängelt. Das muss ich ausprobieren. Hey! Danke, Carla. Viel Glück. Guybrush. Hi. Ich möchte alles über das Geheimnis hören, aber ich muss jetzt zurück auf Scurvy Island. Reden wir später darüber. Okay. Quizkarte, ich hab's genau gesehen. An der Tür des Toilettenhäuschens ist... Welches Toilettenhäuschen? Toilettenhäuschen. Ich glaube, das nehme ich mal kurz nochmal mit und gucke, ob ich das irgendwo finde hier. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wo das stehen würde. Aber das muss ja nichts heißen. Vielleicht finden wir es auf Midi. Endlose Geschichte, Schatzkarten, Voodoo-Tricks. John Laney, am Ende der Planke. Ich muss erst das Buch zurückgeben, das ich ausgeliehen habe. Ja, das habe ich befürchtet, okay. Also jeder hat das hier schon mal gelesen, am Ende der Planke. Regierung in Aktion, Carla. Hast du die Menschenschlange draußen gesehen? Das sind Bürger, die von dem Beben betroffen sind. Aber es ist kein Geld in den Kassen, um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Ich verteile quasi Schuldscheine. Kann ich etwas von der süßen Katastrophenhilfe abhaben? Ich habe dir schon gesagt, dass es kein Geld gibt. Ich verteile Schuldscheine. Ich nehme, was ich kriegen kann. Gut, es ist sowieso kein echtes Geld. Ich muss einen Zweck angeben. Also, wofür ist er? Tja, ah ja, der Vergnügungspark. Vielleicht können wir den wieder aufbauen. Der Mili-Vergnügungspark ist in einem schlechten Zustand. Mili hat keinen. Ich meinte den Zirkus. Meine Worte. Das ist nur ein Versprechen der Stadt, dein Hilfsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt zu unterstützen. Sei nicht zu begeistert. Okay, wir kommen wieder, wenn wir den wahren Zweck wissen, wofür wir diesen Schuldschein brauchen. Dann werden wir wohl uns nochmal einen ausstellen müssen. In der Schlange warten, finde ich auch spannend. Kann man jetzt so weiter stehen, oder? Okay, ab dafür. Wir gehen. Moment, ich wollte noch einmal durch. Ist das Toilettenhäuschen in der Stadt? Ich kann es mir ja kaum vorstellen. Moment, aber ich gehe trotzdem noch einmal durch. Hier ist kein Toilettenhäuschen. Ist hier hinten ein Toilettenhäuschen? Nein. Untere Straße hat doch auch kein Toilettenhäuschen. Ne. Die Docks, haben die Docks eins? Hey, sie hat einen neuen Drink. Kann ich dem Koch irgendwas anbieten? Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Gouverneurin Mittel für den Bau eines Vergnügungsparks auf Mili bewilligt hat? Ein Vergnügungspark? Ich dachte... Na, vergiss es. Lokale Unternehmen, ja, dafür wollte ich es eigentlich, ja. Daran hätte ich denken können, dem Koch hier seinen Laden wieder aufzubauen, damit er uns das Buch gibt. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Einmal wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Weißt du, was deine Geschichte braucht, ist ein Teil, der die Bühne bereitet, damit wir wissen, was passiert und wer die Leute sind. Es sollte am Anfang stehen, wie ein, Ein Anfang? Wie ein Anfang, genau. Zum Beispiel, ich war auf dem Deck einer brennenden spanischen Galeone mit Pferdegesicht und Kratzbürsten Joe. Und dann ganz plötzlich. Und dann geht es weiter. Willst du es mal versuchen? Okay. Ich war in einem Park und sprach mit meinem Sohn. Dad, sei mal ernst. Okay. Ein
Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Ja, so ist es richtig. Deine Geschichte ist nicht schlecht, aber es fehlen noch ein paar Dinge. Such ein paar andere Seeteufel, die dir helfen, die Lücken zu füllen. Das werde ich tun. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich immer dieselbe Geschichte erzählen sollte. Ich werde jetzt nicht da alle Optionen durchprobieren, weil am Ende sind dann die anderen falsch und dann muss man das nochmal machen. Das will ja keiner. Neue Quizkarte. Die Flaggen auf dem Rummelplatz sind blau und grün, gelb und grün, rot und gelb, rot und grün. Rummelplatz. Rummelplatz in welchem Spiel? In diesem Spiel? Hier gibt es einen Rummelplatz. Gut geraten, ist halb verloren. Blau und grün. Okay. Eine dicke, fette Ratte. Lagerfeuer. Ich könnte das ewig anstarren, aber das würde dir keinen Spaß machen. Quizkarte. Es ist schön getrocknet, vorgeschnitten. Ich glaube, ich werde meine Manteltaschen mit diesem sperrigen Brennholz füllen. Ich glaube, dass es irgendwo nützlich sein könnte und ich bin sicher, dass es niemand vermissen wird. Brennholz gehört in Feuer. Nein. Okay. Sie sind wirklich schleimig. Und nicht nur die Köpfe. So, was wollte ich Quizkarte? Zu Fuß zu Monkey Island dauert 6 Minuten. Vielen Dank für diese Information. Aber auch was ich erst in diesem Spiel hier rausfinden konnte. Okay, Museum, Wald, Werft. Noch einmal vorbeischauen. Das Gebäude ist eingestürzt. Es sieht aus, als hätte es ein Erdbeben gegeben. Aber das Schild hält immer noch so wie vorher. Hier ist ein zerrissenes Bild, das zur Hälfte Stan selbst zeigt. Und die Zahnbürste. Das muss die alte Zahnbürste sein, die Stan haben wollte. Endlich haben wir sie. Jetzt, wo Stan nicht mehr da ist. Was haben sie mit ihm wohl gemacht? Glückliche Zeiten, der Mond, glückliche Zeiten. Niemand muss seine Zeit mit glücklichen Zeiten verschwenden. Zurück zum Weg. Wir gehen ins Museum. Und gucken, ob es da noch was Neues gibt. Oh. Ein neues Artefakt. Aha. Erzählen Sie mir etwas über diese Flagge. Oh, es handelt sich um ein äußerst wertvolles Artefakt, das ich kürzlich erworben habe. Eine von Bella Fischers Original-Piratenflaggen. Eine von nur 3 bekannten Exemplaren. Aha. Aha, aha, aha. 3 Flaggen, wenn man sie übereinander legt, dann geben sie eine Karte, bestimmt in der Art. Sie hat jetzt 2 Papageien. 2 Papageien? Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, oder besser gesagt, aufgestockt. 2 Papageien? Ja. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, oder besser gesagt, aufgestockt. Noch irgendwas Neues hier? Ich guck mal noch in der Kammer hinten. Es ist abgeschlossen. Oh, frech. Wie ich sehe, haben Sie einige Verbesserungen vorgenommen. Ja. Das Museum ist jetzt stolzer Besitzer einer der Original-Piratenflaggen von Bella Fischer. Es gibt nur 3 bekannte Exemplare. Das ist ein echter Treffer. Unglaublich wertvoll. Wow. Ich hoffe, dass sie niemand stiehlt. Ich habe meine Sicherheitsvorkehrung verdoppelt. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Okay. Springen. Ich nehme mal an, die sprechen nicht beide auf Cracker an, aber ich probiere es natürlich. Nummer 1. Nummer 2. Okay, ist es wirklich so einfach? Es ist wirklich so einfach, was? Oh mein Gott. Na gut, ist ja lustig. Irgendwas Neues im Wald? Ein klassisches Exemplar der Filea Nadelus. Naja, okay. Eine fleischfressende Gefäß. Ich verschwinde. Ich glaube nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass im Wald was Neues ist. Wir gehen zur Gouverneurin. So, plus ich habe kein Toilettenhäuschen gefunden, also rate ich jetzt bei der Toilettenfrage. Wo könnte das denn gewesen sein? Wo gibt es denn noch Toilettenhäuschen? Ah, ist bestimmt total offensichtlich.
Ein Warnschild könnte ich mir vorstellen, einen Mond könnte ich mir vorstellen. Nichts, nö, das bestimmt nicht. Eine Piratenflagge vielleicht. Ein Warnschild ist schon der Klassiker, ein Mond ist auch der Klassiker. Okay. Naja, mal gucken, ob ich das irgendwann noch irgendwo finde. Oh. Carla und ich sind alte Kumpels, natürlich darf ich vor. Kann ich noch mehr Katastrophenhilfe-Schuldscheine bekommen? Es gibt nur einen pro Kunde. Wenn du willst, kann ich den Schuldschein, den ich dir gegeben habe, für ein anderes Projekt umschreiben. Aber weiter kann ich nicht gehen. Ja, bitte. Ja, bitte. Okay. Was willst du tun? Lokale Unternehmen wieder aufbauen. Ganz genau das brauchen wir. Ich will lokale Unternehmen wieder aufbauen. Ich bin mir sicher, dass du dabei auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zählen kannst. Bitteschön. Dankeschön. Okay, dann. Zwischen wir hier ab. Die 2 ist fast genauso schön. Und zurück zum Schiff. Und geben dem Koch den guten Schuldschein. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Gouverneurin Mittel für den Wiederaufbau der Scumbar zu einem unbestimmten Zeitpunkt bewilligt hat? Hat sie das? Das ist ja fantastisch. Ich werde einen abgesenkten Bereich einrichten, der verschütteten Grog auffängt und wiederverwertet. Und einen medizinischen Triage-Raum. Entschuldige mich, es gibt viel zu planen. Wunderbar. Darf ich das Kochbuch jetzt wieder mitnehmen? Sicher, sicher, natürlich. Wunderbar. Okay, dann... Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Okay, ich habe nur einen Drink. Ich habe das Kochbuch. Es ist ein Kochbuch. Es hat 4 Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Sie ist alt und die Borsten sind ausgefranst, aber sie erinnert an eine Zahnbürste. Okay, habe ich irgendjemand verpasst, der ein Abzeichen hat hier? Das werden wir sehen. Aber zuerst mal gebe ich das Buch zurück. Und zwar beim Haus der Gouverneurin. Ah, hatte er eins? Das können wir kurz mal gucken. Ich sehe keins. Hätte mich auch gewundert, wenn der zu diesem Club gehören würde. Ich probiere es trotzdem einmal. Was ist das für ein Ding? Nichts. Ich habe eine Geschichte für Ihr Newsletter, falls Sie daran interessiert sind. Lassen Sie mal hören. Oh, nö. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einer Seekuh verschluckt. Einer sehr, sehr großen Seekuh. Ich verhalf ihr zur Flucht, als die Nacht hereinbrach. Wir schreiben uns noch immer von Zeit zu Zeit. Bei der Seekuh bin ich mir nicht sicher. Nicht sehr piratenmäßig. Ja, war eine schlechte Geschichte. War auch nicht für dich gedacht. Gut, wir gehen. Gouverneurin war, hat da auch keins, oder? Die Gouverneurin ist bestimmt nicht in diesem Club-Mitglied. Komm schon! Ich sehe zumindest jetzt hier keins auf den ersten Blick. Okay, geben wir ihr Buch zurück. Danke. Es sieht so aus, als hättest du versucht, das Buch statt des Rezepts zu kochen. Naja, ich sollte dankbar sein, dass ich es überhaupt zurückbekomme. Nächstes Mal kannst du es einfach selbst in das Bücherregal stellen. Ja, stimmt schon. Und jetzt leihen wir das hier aus. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut. So, ich weiß auch nicht, warum wir das brauchen, aber es ist schon verdächtig, dass es das hier gibt. Und dass wir das alte Buch zurückerlangen können. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, das auszutauschen vielleicht. Hallo. Im Klappentext heißt es, eine solide, wenn auch etwas vorhersehbare Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang.
Kann ich Ihnen nicht geben. Kann ich mir dieses Buch ausleihen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Aber ich habe doch ein zweites Exemplar für euch. Und ich weiß nicht mal, ob ich das hier haben wollen würde. Ich meine, ich habe es jetzt. Ich finde, Sie haben Stan wirklich sehr gut getroffen. Der Mantel ist Ihnen gut gelungen. Gerade einmal die Inventarkombinationsversuche. Das spart später Zeit, auch wenn es sich ein bisschen Cheating-mäßig anfühlt. Aber sieht nicht so aus, als hätte man hier irgendwas Neues zu kombinieren. Ne. Na gut. Okay, ja, keine Ahnung, wofür ich das Buch brauchen könnte. Vielleicht brauche ich doch eins der anderen Bücher. Muss ich später nochmal schauen. Kurz in Erinnerung rufen. Beim Wally will ich wahrscheinlich nichts tun. Bei der Voodoo Lady will ich wahrscheinlich nichts tun. Also reisen wir nach Terror Island, oder? Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Koch ist weg. Gut. Gut, gut. Treibendes Schiff. Scurvy Island, Terror Island. Da ist Elaine. Da ist Terror. Wo ist Brrr? Ist das irgendwo hier oben? Geht's da noch weiter? Sea Monkey 2. Oh. Das ist wirklich spannend. Ich werfe nie ein gutes Stück Pergament weg. Die Sea Monkey. Nach dieser Plakette wurde mein altes Schiff benannt. Spannend. Ich kann jederzeit auf mein Schiff schauen. Minimalistische Flagge. Liegen wir auf der Lauer oder warten wir einfach nur? In jeder Gruppe von Dingen gibt es immer eins, das man am wenigsten mag. Das ist ein toller Schädel. Okay, irgendwelche Quizkarten, Schiffsbranding, Anker werfen, ins Meer springen. Ja, da könnte ich jetzt nach dem Wrack des Schiffs von Bella Fischer suchen, schätze ich mal. Wenn ich wüsste, wo es denn ist. Aber ich weiß es nicht. Also segeln wir. Halt, Schiff. Wenn man das so nennen kann. Ich habe es selbst gemacht und bin stolz drauf. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Ich habe meine Limetten auf meinem anderen Schiff gelassen. Sieht so aus, als hätten sie viel mehr als nur Limetten auf ihrem anderen Schiff gelassen. Aufgrund eines Ausbruchs von Skorbut müssen alle Schiffe, die nach Norden fahren, Limetten mitführen. Das klingt nach einem vernünftigen Gesetz. Sie müssen umkehren. Andernfalls drohen Geld- oder Gefängnisstrafen und oder Skorbut. Na gut, okay. Also da kommen wir noch nicht hin. Ist okay. Nach Barebones Island. Ah. Ich will ja da überall hin, aber ich möchte auch nach Terror Island, um rauszufinden, was in der Gasse ist für die Quizkarte. Du hast recht. Er gibt nicht nach. Das ist starke Magie. Ich könnte ihn mit einem Zauberspruch öffnen, aber ich brauche einen guten Kraftpunkt. Das ist besser, als die Schlüssel zu suchen. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen. Das könnte ewig dauern. Nur ein Narr würde das tun. Ich kenne einen ausgezeichneten Ort für Kraftzauber. Aber der ist nicht auf dieser Insel. Kein Problem. Wir können ihn dort wirken und dann hierher zurückkommen. Wir nehmen mein Schiff. Ich bleibe hier und behalte den Tresor im Auge. Und stiehlst das Geheimnis selbst? Wohl eher nicht. Aufhören! Offensichtlich traut niemand jemandem zurückzubleiben. Wir werden alle zusammengehen. Was, wenn jemand anderes herausfindet, dass das Ding hier ist? Die einzige Karte ist irgendwo auf Monkey Island verloren gegangen und wurde wahrscheinlich schon von einem Wildschwein gefressen. Der Kartenmacher weiß, dass es hier ist. Ich habe sowieso noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Und in diesem Fall ist er selbst das Hühnchen. Okay, Terror Island. Der Tod wartet auf alle, die eintreten.
Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Das ist ja... Dieser Ort mag keine Besucher. Sieht schon sehr terrormäßig hier aus, dieser Sumpf. Ich könnte mir etwas einfangen. Oder etwas könnte mich einfangen. Ich bin sicher, dass du hier in Sicherheit bist. Kümmere dich um deine eigene Haut, Threepwood. Ich habe keine Haut. Schauen wir uns hier mal um. Ruhe in Stücken. Wo ist die Sackgasse? Die berühmte Sackgasse. Ich gehe besser nicht näher ran. Quizkarte. Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Och, habe ich das nicht gelesen. Privateigentum steht da, ganz genau. Ist die Geckos nicht. Ich werde mir das notieren, damit ich in meinen Albträumen daran denken kann. Hat sich das gerade bewegt? Ich dachte, ich hätte es sich bewegen sehen. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ja, richtig, natürlich. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Okay, wow. Bizarrer Hain, geheimnisvolle Lichtung. Wo ist die Sackgasse? Unglücklicher Ort, felsiger Strand. Verschlungener Pfad, das klingt nach einer Sackgasse. Da will ich zuerst hin. Quizkarte. Welche der folgenden Dinge kann man im Scurvy-Dog-Laden nicht kaufen? Scurvy-Dogs? Ja. Oh, Hühnerfuß-Pommes, denke ich mir. Heiße Wiener? Grog. Grog verkauft da bestimmt... heiße Wiener im Scurvy-Dog-Laden? Da gibt's doch nur Scurvy-Dogs. Ja, heiße Wiener sind Hotdogs, ne? Huh? Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Es gibt doch keine menschenfressenden Pilze, oder? Sehr verschlungen, dieser Pfad. Da steht XYZZY. Hey, ein alter Cheatcode. Ich kriege es nicht ganz ab. Das Messer macht's mal wieder. Hey! Ich habe die Nase voll von Schlössern. Die Seriennummer ist längst weggerostet. Verdammt. Dieser Schlüssel passt nicht. Also eine verschlossene Tür. Eine verschlossene Tür? War das unser Quiz? Nee. Schiefer Baum, Affe, gruselige Statue oder Piranhas. Okay. Schiefer Baum? Na gut, ist ja keine Sackgasse, wenn es hier weitergeht, ne? Wir haben nur nicht den richtigen Schlüssel. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Okay. Oh, unglücklicher Ort. Klingt auch gut. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich gehe besser weiter. Moment mal. Es ist keiner der goldenen Schlüssel, aber in meinen Augen ist jeder Schlüssel ein guter Schlüssel. Ist das jetzt der Schlüssel für... Oh Gott, man muss einfach nur wissen, wo man ihn suchen muss. Quizkarte! Was ist in einem Baum, Stand von Monkey Island eingeschnitzt? Lol. Ja, LeChuck und Elaine. Der Egoist hat sich sogar als erstes eingekritzelt. War das eine Sackgasse? Ein alter Stein, ein Skelett. Piranhas? Schiefer Baum? Zurück zum verschlungenen Pfad. Ah, er hat die Abkürzung genommen. Gut, gut. Ja, das war einfach. Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Haben wir irgendwas, was Licht macht? Holz und Feuer. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Brauchen Feuer.
XYZZY. Wow, toll! Es ist Magie! Okay, teleportiert mich das einfach dahin, oder was? Es gibt doch keine menschenfressenden Pilze, oder? Spannend auf jeden Fall. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Da hätten wir noch die schleimige Grotte. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. An den schlimmsten Orten gibt es Pilze. Was davon kann man nicht auf dem Meeresboden finden? Einen Walknochen, eine Krabbe, Seetang oder einen Geysir? Oh, ich habe nicht aufgepasst auf den Meeresboden. Walknochen? Oh, bestimmt. Krabbe auf jeden Fall. Ja, habe ich gesehen. Seetang? Ganz sicher. Geysir? Habe ich irgendwo einen Geysir gesehen auf dem Meeresboden? Boah. Ach. Ich kann mich nicht erinnern. Ich könnte die alten Aufnahmen checken, aber das wäre Cheating, ne? Ah, halb geraten ist halb gewusst. Das hier ist eine Sackgasse. Die Grotte ist eine einfache Sackgasse. Mit Schimmel kann ich wohl kaum... Nee. Der Zahnbürste abkratzen. Moment, was sagt die Sackgassenkarte? Piranhas sind es ja wohl nicht. Ein Affe, ein schiefer Baum, eine gruselige Statue. Gruselige Statue habe ich schon mal probiert. Affe, Baum, Piranhas. Affe, Baum, Piranhas. Na gut, so ist ja nichts davon da. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Okay, gehen wir hier weg, gucken später nochmal vorbei. Quizkarte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich... sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich nicht den Verstand verliere und einen kühlen Kopf bewahre, ist alles gut. Sie sieht mich komisch an und ich traue ihr nicht. Es ist eine alte Öllampe, in der sich ein wenig Lampenbrennstoff befindet. Ja, damit. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Ja, dieser Ort ist mir unheimlich. Sonst noch was hier? Nicht so wirklich, ja? Ist das jetzt eine Sackgasse? Sieht nicht so aus. Sie ist nicht angezündet, aber es befindet sich etwas Lampenöl in ihr. Holz? Nein? Okay, den Funken brauchen wir noch irgendwie einen Feuerstein. Irgendwas, um sie anzuzünden. Ein Feuerzeug eigentlich. Blood Island ist die Heimat von der Barbierküste. Die Meistersuppe Hotel... Die Piraten Blutnase oder Sterns kuscheligen Gruften. Blood Island, das ist... Also nicht die Barbierküste. Meistersuppe Hotel, das kann sein. Auf Blood Island, Pirat Blutnase. Wir hatten Skull Island, das ist, also ich meine, das ist Teil 3. Ich erinnere mich an den Namen Blood Island. Und da gibt es eine Insel, auf der wir gepokert haben. Ich meine, das war Pirat Blutnase möglicherweise. Das war aber die Insel, die aussah wie eine Ente oder wie ein Häschen. Die hieß irgendwie Skull Island oder Death Island oder irgendwas komisches. Sterns kuschelige Gruften. War das auf Blood Island? Das Meistersuppe Hotel. Ich glaube, das Meistersuppe Hotel war auf Blood Island. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir die Lampe gefunden, dann weiter zum nächsten. Bizarrer Hain. Hier findet man dann nur das Feuerzeug. Ein schiefer Baum. Für einen toten Baum ist er ein wenig zu lebendig. Und warum hat er zwei Hotspots? Nur eine Sackgasse. Klingt ein bisschen gruselig, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Das ist eigentlich eine ziemlich langweilige Quizkarte, wenn man das so bedenkt. Also, ein schiefer Baum. Vielen Dank. Vielen Dank für nichts. Hey, ich habe 25 gelöst. Das heißt erst 25%? Na, großartig. Was mache ich jetzt mit dem schiefen Baum? Oh, kann man nicht mal was rausschnitzen.
Aus Lampe anzünden. Also hier ist ja nichts. Okay. Nichts, absolut gar nichts. Das war nicht mal eine Quizkarte hier? Ah, ist doch eine Quizkarte. Für einen toten Baum ist er ein wenig zu Deswegen lebendig. Waren das zwei Prompts. Ich dachte, ich sehe da was Quizkartenartiges. Wie viele tote Piraten finden sich in dem verlassenen Lager auf Terror Island? Das könnten wir prüfen. Ich bin ein bisschen paranoid. Ich habe drei gesehen, aber ich check's nochmal. Wo wir doch gerade so nah dran sind. Einer, zwei, drei und das war's. Keine weiteren. Naja, das ist ja wohl Teil von dem hier, oder? Denke ich ja mal. Also drei. Gut. Okay, wo waren wir noch nicht? Am felsigen Strand, da geht's nach Hause zurück. Schleimige Grotte. Kann man die... Und vielleicht kann ich die Lampe einfach anmachen, wenn ich in der Höhle bin. Das können wir mal ausprobieren. Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Sie ist nicht angezündet, aber es befindet sich etwas Lampenöl in ihr. Okay, wir brauchen etwas, um sie zu entzünden. Irgendetwas. Aber ich weiß nicht was. Hey. Okay, na gut. Wir notieren uns mal oder merken uns. Auf Terror Island gibt es eine Höhle, die zu dunkel ist. Und es wir müssten immer unsere, schwerer, die Flora von der Fauna zu unterscheiden. Unsere Lampe irgendwie anmachen. Komme ich hier irgendwie schneller heim? Die Abkürzung geht nur in eine Richtung. Kommt schnell hin, aber nicht schnell wieder weg. Oder geht hier jetzt M? Ja, oh, ich bin auf dem Meer. Praktisch. Okay, gucken wir mal, wie viel Aufnahmezeit wir noch so haben. Ja, das wäre eigentlich ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Da sonst bestimmt noch ein Haufen Zeug passiert. Hey, LeChucks Schiff ist auch da. Scurvy Island, da können wir Elaine besuchen. Außerdem bin ich interessiert an Bear Bones Island, weil das so schön versteckt liegt und leicht übersehbar ist. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, dann werdet ihr herausfinden, was es mit all diesen Inseln hier auf sich hat. Bis dann!